Buch 2 Episode 15 Nachforschungen Ich verstehe. Zu den Abenteurern der Ränge F und G würden auch Sie gehören. Ja. Danke für gestern. Ich danke euch für gestern. Die anderen wiederholten die Worte des Mädchens, das zuerst gesprochen hatte, neigten ihre Köpfe und zogen die neugierigen Blicke der Leute um uns herum auf sich. Es hatte wohl keinen Sinn, ihnen zu sagen, sie sollten nicht hinsehen. Da meine Umgebung von zahllosen Schleimen beherrscht wurde, die in Bereitschaft standen, um bei der Arbeit zu helfen, war allein ihre Anwesenheit schon ziemlich auffällig. Worum geht es hier? Ihre Haltung war ganz anders als gestern, obwohl ich eine Ahnung hatte, warum. Wir wollten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie uns gerettet haben, und uns für unser gestriges Verhalten entschuldigen. Nun, vielen Dank dafür. Ich bin auch froh, dass ihr in Sicherheit wart. Ich bin Ryomata Kebayashi, ein Mensch. Wie ihr sehen könnt, sind das meine Schleimvertrauten. Es war das dritte Mal, dass ich diese Kinder traf, aber ich kannte ihre Namen immer noch nicht. Ich stellte mich vor, da sie gekommen waren, um sich zu bedanken, aber das führte dazu, dass sie sich nervös versteiften, als sie sich ebenfalls vorstellten. Und zu meiner Überraschung waren sie. Ein Affenbiestkin namens Beck, 13 Jahre alt. Ein Hundestierchen namens Ruth, 12 Jahre alt. Ein Affentierchen namens Wist, 11 Jahre alt. Das waren die Jungen und die Mädchen. Eine Halbelfe namens Malta, 12 Jahre alt. Eine Halbzwergin namens Finja, 12 Jahre alt. Und eine Hundestierfrau namens Romille, 12 Jahre alt. Ich hatte angenommen, dass es sich um 2 Tiermenschen und 4 Menschen handelte, aber ich hatte mich geirrt. Die beiden Halblinge sahen ganz und gar menschlich aus, und auch die Affenbestienmenschen waren irreführend. Beck war übrigens der Kleinste, der am meisten redete. Leider ließen ihn seine Körpergröße und sein ungehobelter Tonfall wie ein arrogantes Kind erscheinen, aber in Wirklichkeit war er der Älteste und versuchte, sich als Anführer aufzuspielen. Auch das Affenfell Wist war der Jüngste, obwohl er der Größte war. Ich hatte angenommen, er sei der Älteste. Die Erwachsenen sagten, meine Größe sei ein Problem meiner Art. Seine Persönlichkeit war auch das Bild der Schüchternheit. Ich fragte ihn nach dem veränderten Eindruck, den ich gestern von ihm hatte. Als er an die Wand gedrängt war, und er sagte, das läge daran, dass er bei der Arbeit seine ganze Willenskraft aufbrachte, damit die anderen Abenteurer nicht auf ihn herabblickten. Allerdings wirkte er für sein Alter recht einschüchternd, wenn er schweigend dastand. Ein Affenbiestkin und ein Affenbiestkin. Jetzt, wo ich das wusste, konnte ich die Ähnlichkeit mit einem Gorilla und einem goldenen Stupsnasenaffen erkennen, wenn ich sie ansah. Vor allem an ihren Haarfarben. Ich habe es nicht laut gesagt, um höflich zu sein, aber jetzt konnte ich sie nur noch als solche sehen. Aber davon abgesehen. Sie waren zwar noch Kinder, aber sie zeichneten sich alle durch die Eigenschaften ihrer jeweiligen Spezies aus, was körperliche Fähigkeiten und magische Energie betraf. Ruth und Romille besaßen die Eigenschaften eines Hundebiestlings, nämlich eine scharfe Nase und ein gutes körperliches Gleichgewicht, während die Halbelfin Malta auf Magie spezialisiert war. Das Affenwesen Beck konnte mit Leichtigkeit jeden Baum erklimmen, während das Affenwesen Wist und der Halbzwerg Finja für Kinder außergewöhnliche Kräfte besaßen, die sie mir auch zeigten. Es war interessant, die Eigenschaften der verschiedenen Arten zu vergleichen. Aber das ist erstaunlich. Ich sehe, dass du körperlich überdurchschnittlich begabt bist. Es ist nicht erstaunlich. Wir haben zum ersten Mal gegen jemanden in unserem Alter verloren, Bruder. Ich habe gesehen. Ihr beide habt verloren, aber ihr habt genauso viel Kraft wie ein erwachsener Abenteurer. Wir sind Abenteurer geworden,
um unsere Vorteile auszunutzen und unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber auch wenn wir uns besser bewegen können als Erwachsene, verdienen Erwachsene mehr Geld. Deshalb haben wir, als wir dich sahen, der noch jünger aussah als wir, diese Dinge gesagt. Es tut uns wirklich leid, Ryoma. Bessere körperliche Fähigkeiten zu haben war sicherlich ein Vorteil, aber das bedeutete nicht, dass sie ihre Arbeit besser machen konnten. Selbst bei einer einzigen Jagd gab es viele Dinge zu tun, wie das Finden der Beute, das Wissen, wohin man zielen muss, und die Wahl, wie man es tun will. Solche Techniken mussten sie erst noch lernen. Es fehlte ihnen die Erfahrung. Wie ich bereits sagte, stört es mich nicht, was du zu mir gesagt hast. Aber es gibt ein paar Dinge, auf die ich neugierig bin. Fragen Sie uns alles. Wir haben sowieso nichts zu verbergen. In diesem Fall würde ich genau das tun. Ich war dabei, meine Schleime zu füttern, als mein Metallschleim wegrollte und ich zufällig den Aufruhr hörte, als ich ihn aufhob. Aber warum warst du überhaupt dort? Wahrscheinlich wurden sie von den Männern dorthin gebracht, aber um diese Zeit war noch Mittagspause. Wenn sie auf dem Platz waren, hätten sie Hilfe holen können, das dachte ich zumindest, als sich ihre Miene veränderte. Wir konnten nicht alles auf einmal tragen, was ihre Truppe uns hat mitgehen lassen. Wir hatten nicht genug Taschen, fügte Finja zu Becks Erklärung hinzu. Jetzt, wo sie es erwähnen, war es ein bisschen mehr, als sie auf einmal hätten transportieren können. Wahrscheinlich konnten sie auch die raummagische Itembox nicht benutzen. Also haben sie sich mit dir geprügelt, als du auf dem Weg warst, sie zu holen. Ich denke, das hätten sie irgendwann auch ohne das getan. Das war gestern auch schon das zweite Mal, dass sie uns angegriffen haben. Als ich Romille nach weiteren Details fragte, sahen die sechs Kinder ein wenig frustriert aus. Letzte Woche sind wir sechs in den Wald im Norden gegangen, um Kräuter zu sammeln, aber da waren fünf von ihnen, die eine andere Aufgabe hatten. Als wir uns näherten, schrien sie uns an, wir hätten ihre Beute verjagt. Wahrscheinlich haben sie seitdem ein Auge auf uns geworfen. Warst du okay? Wir waren damals die Schuldigen, also ist es nicht zu einem Kampf gekommen. Sie verlangten nichts so Unvernünftiges wie gestern, also haben wir einfach bezahlt. Dieser Mann namens Sachai kam zufällig vorbei und sagte, wie viel die entkommene Beute wert gewesen wäre und wie hoch die Strafgebühren für den Auftrag sein würden. Wir wussten nicht, dass er ihr Freund war. Wenn wir jetzt zurückblicken, hatten sie es wahrscheinlich von Anfang an geplant. Er hat sie also übers Ohr gehauen, indem er sich als Vermittler ausgab. Aber wenn sie es unter einer so großen Gruppe von Leuten aufgeteilt haben, kann es nicht viel wert gewesen sein. Gestern sagten sie, selbst unser geringes Einkommen reichte aus, um die Getränke für eine Nacht zu finanzieren. Waren sie nicht wählerisch, was den Geldbetrag anging, oder haben sie auch bei anderen Leuten gesammelt? Nun, die Gilde würde das untersuchen. Aber viel wichtiger ist dann meine nächste Frage. Nach dem, was ich bis jetzt gehört habe, könnt ihr auch einigermaßen jagen. Zumindest habe ich gesehen, wie sie Höhlenfledermäuse und kleine Ratten besiegt haben. Die sechs nickten auf meine Worte hin. Warum habt ihr dann versucht, die Beute anderer Leute zu stehlen? Wir dachten, so könnten wir mehr Geld verdienen. Wir begannen mit der Unterwerfung der Monster wie alle anderen auch. Aber es dauerte seine Zeit. Dann sahen wir, wie die erwachsenen Abenteurer ihre Beute wegwarfen und sagten, sie hätten keine Lust mehr. Es tut uns wirklich leid. Martha senkte noch einmal den Kopf, aber das war nicht das, was ich hören wollte. Entschuldigung, ich habe meine Frage schlecht formuliert. Ich wollte fragen, warum Sie so verzweifelt Geld brauchen. War es wirklich schwierig, mit dem zu leben, was ihr hattet, oder gab es einen anderen Grund?
Wir leben in ärmlichen Verhältnissen, aber das war, um die Wohnsteuer zu bezahlen. Unerwartete Worte kamen aus Ruths Mund. Residentensteuer? Nur zur Bestätigung, das ist eine Steuer, die man an die Stadt zahlt, in der man lebt, richtig. Was sollte es denn sonst sein? Man muss die Gebühren zahlen, um in der Stadt zu leben. Die Wohnsitzsteuer diente in dieser Welt nicht nur der Instandhaltung der Stadtmauern und der Bezahlung der Wachen, sondern gab einem auch das Recht, vor Monstern und Banditen geschützt zu werden. Ich hatte sie nie gezahlt, da ich im Wald außerhalb der Mauern lebte, aber wenn man innerhalb der Mauern lebte, war man verpflichtet, sie zu zahlen. Ihre Worte waren richtig. Aber, tut mir leid, Jungs. Ich konnte einfach nicht glauben, dass ihr die Steuer ordnungsgemäß bezahlt habt. Tut mir leid, ich kenne mich mit der Einwohnersteuer nicht so gut aus. Ist die Steuer in Gimul wirklich so hoch? Die Wohnsitzsteuer in Gimul beträgt 400 Sutes pro Person. Ich habe noch nie in einer anderen Stadt gelebt, also weiß ich nicht, ob sie teuer ist, aber wir müssen sie trotzdem zahlen. Denn wenn wir nicht zahlen, können wir nicht in der Stadt leben. Für 6 Personen waren das 2400 Su. Ich könnte so viel sofort bezahlen, aber für Leute, die gerade so über die Runden kommen, muss das ein Vermögen sein. Und wie hast du es bis jetzt bezahlt? Ich wusste nicht, ob sie Eltern hatten, aber wenn sie vorher in der Stadt gelebt hatten, mussten sie es irgendwie bezahlt haben. Wir haben es verdient, indem wir Toiletten geputzt haben. Könnten das die Grubentoiletten sein? Hast du schon davon gehört? Wir bekamen Geld vom Amt, um sie zu reinigen. Aber es wurde immer weniger, und die Erwachsenen in den Slums sagten uns, wir sollten damit aufhören, denn es würde uns nur krank machen. Deshalb sind wir Abenteurer geworden. Ah, ich verstehe. Was war das für ein Gefühl der Erschöpfung, frage ich mich. Am Anfang war ich nicht böse auf sie, aber je mehr ich zuhörte, desto weniger Energie hatte ich, um wütend zu sein. Hey, habe ich etwas Schlimmes gesagt? Ich weiß nicht. Ist er im Mat? Ah, es schien, als würde ich sie beunruhigen. Ich bin nicht böse, keine Sorge. Gibt es irgendwelche Hilfsprogramme für die Einwohnersteuer? Soweit ich weiß, sollte niemand sofort rausgeschmissen werden, wenn er die Steuer nicht zahlen kann. Ich habe gehört, dass es auch Möglichkeiten gibt, in den Minen zu arbeiten. Hilfsprogramme. Wenn du meinst, was passiert, wenn wir nicht zahlen können, dann habe ich gehört, dass man es durch Arbeit abschreiben kann. Aber das ist die Aufgabe der Leute, die uns nicht mehr bezahlen, verstehst du? Wir konnten ihnen nicht trauen, und wir waren nicht die Einzigen, die sich über den Mangel an Arbeit ärgerten, weil die Toilettenreinigung wegfiel. Außerdem stellen die Minen keine Kinder ein. Das hat irgendjemand vor langer Zeit beschlossen. Egal. Wie viel Ausdauer wir haben. So viele Erwachsene suchen auch Arbeit. So dass sie sich weigern, gegen ihre Gewohnheiten zu verstoßen und uns schließlich abweisen. Die Auswirkungen des Vorfalls mit der Grubentoilette reichten bis hierher. Für den Moment habe ich alles gefragt, was ich wissen wollte. Danke. Er richtig. Die 6 sahen durch die plötzliche Dankbarkeit verunsichert aus. Aber ich wischte sie beiseite und erzählte ihnen, dass die Abenteurergilde derzeit für die Reinigung der Grubentoiletten zuständig war. Sie hörten aufmerksam zu, als ich ihnen mitteilte, dass an der Bezahlung nicht mehr herumgedoktert werden würde. Es schien, als wären sie bereit, ernsthaft zu arbeiten. In Zukunft sollte ich nur noch Toilettenarbeiten übernehmen, wenn meine Aasfresserschleime knapp bei Kasse waren.